Also das hier muss raus. Ihr seht, wie schlimm das hier reingerotzt ist. Da kommt ein neuer Kragen hin, ein Achskragen. Heute mache ich also hier alles sauber. Dieses ganze Teil, dass wir sozusagen bis hier hinten hinkommen. Und das ist halt auch noch ein bisschen Schweinerei. Also ihr seht auch hier der Achskragen, der ist überhaupt nicht hier dran. Und auch ganz übel reingesetzt. Den müssen wir irgendwie gucken, wie ich den lösen kann. Dann müssen die Kanten hier bereinigt werden. Das muss sauber gemacht werden. Hier unten habe ich noch Reste drin, die von dem alten Schweller sind. Von dem Innenschweller bzw. dem alten neuen. Dem neuen alten. Und hier oben. Das Bodenblech geht eigentlich hier durch und geht bis hinten an die Seite. Aber ich schaue mal, wie ich das mache, weil das da ganz durchzuziehen wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Und dann von hinten anzuschweißen. Ich weiß nicht, ach so, jetzt sehen wir hier momentan den Schatten der Kamera. Also da hinten müsste angeschweißt werden. So, und dann habe ich ja hier das Teil. Da kann ich den Schweller oben noch ein bisschen, also das, was ich hier angeschweißt habe, das Seitenteil, begradigen. Und dann kann der Boden drauf und dann kommt von unten der Innenschweller dagegen. Ansonsten sieht es ja ganz prächtig aus hier. Und die Vorbereitungen für den Einbau der Bodenbleche sind gemacht. Also hier die Träger, das stimmt schon alles. Da müssen noch zwei Träger ein bisschen bereinigt werden. Aber insgesamt sieht es wirklich gut aus. Und ja, ich bin gespannt, wenn die Bodenbleche drin sind, ist es bestimmt ein richtiger Meilenstein. Dann kann hier auch der Außenschweller drauf. Das sieht bestimmt auch super aus. Und nee, der Außenschweller kann auch nicht drauf. Der kann erst drauf, wenn das komplette Seitenteil dann gemacht ist. Wie ihr vielleicht in den anderen Videos gesehen habt, wird ja das komplette Seitenteil hier ausgetauscht. Moment, ich mach mal zu. Also wird ja das komplette Seitenteil ausgetauscht. Seht ihr in den vorherigen Videos. Ich habe ja hier ein komplettes Teil gekriegt. Das Teil ist hier oben durchrostet am Ansatz vom Dach. Das wäre sehr schwierig zu flicken und ich habe ein komplettes Teil gekriegt mit diesen Innenträgern, mit der C-Säule und mit allem dabei, was ich brauche. Deswegen kommt es dann komplett raus, aber dazu muss erstmal der Boden drin sein und fertig sein. Ansonsten haben wir heute den ersten schönen Tag nach einer langen Regenperiode. Ja, dann werde ich mich mal hier wieder einpacken und einsauen mit dem ganzen Kram. Mal gucken, wie wir diesen Kragen jetzt da runterkriegen. Ich bin gespannt. Ach ja, und ich möchte mich auch noch ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die jetzt in den letzten Videos immer wieder mit dem Thanks-Button unten unter dem Video Geld gespendet haben. Ja, ich bin total baff, was da irgendwie zusammenkommt und finde es total super, dass ihr mich da unterstützt und ich damit halt Sachen finanzieren kann für das Auto. Das Projekt war schon sehr, sehr teuer. Wie gesagt, ich muss ja auch hier Miete bezahlen oder ja, Hallenmiete bezahlen und die ganzen Werkzeuge, die ich brauche und sowas, das macht das alles für mich schon deutlich einfacher. Also vielen, vielen Dank dafür, ja, dass ihr mich da unterstützt. Ja, ja, ist immer so schön bei Instagram, one hour later. Aber wir haben jetzt, naja, one and a half hours later. Ich habe jetzt diese Brocken hier rausgeschnitten. Das ist so brutal. Könnt ihr mal sehen. Was die hier gemacht haben. Also die haben den alten Achskragen stehen lassen zum Teil und haben dann einfach den neuen Achskragen da irgendwie nochmal oben drüber gebügelt. Ja. Und da alles offen war, ist da überall die Brühe reingelaufen. Zum Glück ist der Achskörper in Ordnung. Ich habe jetzt mit vielen Werkzeugen wirklich anderthalb Stunden lang rumgeschliffen und geschnitten, ohne den Achskörper zu beschädigen. So, jetzt habe ich das von oben frei. Das heißt, ich habe, glaube ich, naja, sagen wir mal, zwei Drittel habe ich weg von oben. Den Rest kann ich dann machen, wenn er auf der Bühne ist. Jetzt geht's an die andere Seite, bevor es zur Mittagspause geht. Jetzt geht's dem Achskragen an den Kragen. Wollen wir mal gucken. Da sieht man auch, das hier ist das obere Stück. Das ist das neue Stück. Das ist auf das alte unten einfach draufgeschweißt worden. Guck mal, ob man das ein bisschen rüberbiegen kann.
Da seht ihr, darunter ist der alte Achskragen. Einfach mal oben drüber gebügelt. Cool, oder? Boah, ihr habt gesehen, das ist eine schöne Sauerei, aber es ist jetzt oben auch hier auf der Seite zu der Hälfte ab. Den Rest mache ich dann von unten. Jetzt bin ich aber gerade oben noch dran und mache die Kante da hinten sauber, damit das Blech oben draußen ist. Und dann mache ich nachher nur noch unten und dann bin ich soweit à jour mit dem ganzen Kram hier. Ich bin dann ganz zuversichtlich, dass ich dann beim nächsten Termin, der wird erst natürlich wieder, für euch geht es dann sehr schnell, aber für mich dauert es einen Moment, weil nächste Woche fahre ich erst nochmal in Urlaub eine Woche mit der Familie und dann geht es danach weiter. Also das ist auch so bei den Videos, ich möchte einfach, ich bin nicht zu faul, Videos zu machen, aber ich habe momentan, ist es so, ich brauche 4 Termine, um ein Video so um die 25, 30 Minuten vor euch hinzukriegen. Ich will nicht irgendwie 10 Minuten Video machen, wo ich irgendwie den Querträger mache, das nächste Mal nochmal 10 Minuten mit dem Querträger. Das bringt euch nicht viel, mir bringt es auch nicht viel. Ich möchte, dass es schon ein bisschen Qualität hat, die ganze Geschichte. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, das letztens hat sich ja auch einer beschwert, Dieter Bohlen 0815 oder irgendwie sowas hieß der, in meinem Kanal, er würde jetzt nur noch sich Kanäle angucken, die regelmäßig Sachen bringen und nicht so unregelmäßig wie bei mir. Ich habe ihm dann viel Spaß gewünscht bei anderen Kanälen. Ich finde es ziemlich unverschämt, weil ich stehe hier, ich habe eigentlich den doppelten Aufwand, weil ich das repariere, ich filme es, damit ihr das seht. Ihr meisten, ja, also die allermeisten erkennen es ja an, deswegen mache ich es ja auch, macht es völlig kostenfrei. Und wenn dann einer sich rausnimmt, mir hier zu sagen, wann ich meine Videos zu machen habe, wo lebst du denn? Vielleicht machst du selbst welche, siehst mal, was es für ein Aufwand ist. Ja, also gut, jetzt gehe ich mal hier hinten an die Ecke. Die ist brutal. Das Teil hier muss ab, die Ecke muss ab und da unten, das muss ab. Das ist ein schönes Rumgefuddel, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wo sind meine Werkzeuge? Wo sind meine Brille? Wo ist mein Atemschutz, mein Gehörschutz und der ganze Kram? Hier ist also der Rest, das heißt, dass ich muss die Halterung hier abmachen von dem Handbremsseil. Das ist hier am Kragen fest. Ja, dann kümmern wir uns da mal gleich drum. Sehr schön. Ja, hi, ich bin wieder da, war jetzt eine Woche lang im Urlaub und habe mich erholt. Ich bin nicht der Typ, der am Strand liegt. Ich war am Lago Maggiore mit der Familie und war wirklich sehr schön, war sehr, sehr heiß. Wir hatten jeden Tag irgendwie 36, 37 Grad. Dadurch, dass ich natürlich nicht der Strandlieger bin, habe ich mir gedacht, fährst ein bisschen mit dem Fahrrad die Berge hoch. Das habe ich dann auch gemacht. So eine 42 Serpentinenstrecke bin ich hochgefahren. War wunderschön von der Aussicht her und auch so körperlich ein bisschen herausfordernd. Und sowas ist halt, das erholt mich. Ich kann dann über andere Dinge nachdenken und so. War also sehr schön. Bin auch ein bisschen mit meinen Jungs Motorboot gefahren über den See. Hab bei einem tollen Motorbootverleih irgendwie für, ich glaube, 200 Euro ein 40 PS Boot leihen können. Und da sind wir so ein bisschen über den See geschippert, mal schwimmen gegangen und so. War also sehr nett. Ja, alles war wirklich schön. Bis auf die blöde Autofahrerei. Also das ging auch in der Schweiz, in Italien war das irgendwie kein Problem. Der Gotthard hat mir nicht so gefallen, da dürften jetzt auch LKWs durchfahren. Die
natürlich normalerweise in der Verladung sind, aber irgendwie war der Tunnel gesperrt für die LKWs, weil die Schienen dort kaputt sind und dann durfte der, also dieser Eisenbahntunnel, und jetzt durften die durch das normale durchfahren. Ich fand es nicht so prickelnd, da durch dieses stickige kleine Teil da zu fahren. Auf dem Rückweg sind wir durch den San Bernardino-Tunnel gefahren, waren fast alleine. Das war wunderschön, von der Landschaft das Hochrheintal runterzufahren. Ganz klasse. Ja, und dann kommen wir nach Österreich, also da in Bregenz so ein bisschen, da war es auch noch gut. Und dann kommen wir auf die deutsche Autobahn. Und da sieht man mal, wie schwachsinnig die Leute eigentlich sind. Ein Unfall nach dem anderen, weil dort jeder erfahren kann, wie er gerade Bock hat. Da wird keine Geschwindigkeit in irgendeiner Form geregelt. Stuttgart ist immer alles zu, Leonberg, Unfälle, Vollsperrungen, Heilbronn, überall. Weil alle denken, oh, da komme ich noch rein, das schaffe ich noch und so und rasen vorbei und dann knallt's. Und sowas ist völlig irre, solche Verkehrstechniken. Also das ist krank, wirklich krank. Ja, es hat mir schon viel von diesem Urlaub versaut, auf dieser beschissenen Autobahn von uns zu fahren. Ja, bei dieser Rennstrecke und sowas, das ist völlig gestört. Also, aber bevor ich mich jetzt aufrege und meine schöne Erholung im Eimer ist, gehen wir mal an den Bus. Weil da habe ich auch so ein paar ganz kleine Überraschungen gefunden. Wie ihr beim letzten Mal gesehen habt, habe ich ja hier hinten die Achskrägen abgemacht. Die hatten ja, der alte Achskragen war angerostet oder durchgerostet und dann haben die Jungs damals einfach nur zwei neue Kragenteile genommen, die oben drüber gemacht. Diese Kragenteile habe ich jetzt auch bestellt bei Bus Okay für einen sündhaft. Also die beiden Dinge haben 55 Euro gekostet. Das ist schon, passen auch nicht 100%, also die müssen auch noch ein bisschen angepasst werden. Aber ich habe auch keinen Bock gehabt, die jetzt irgendwie selbst zu machen. Wir haben zwar alle Geräte dazu da, aber meine Zeit ist irgendwie kostbar. Und und die Krägen, habe die alten abgemacht in der letzten Episode oder in dem letzten Filmausschnitt, glaube ich, in diesem Video auch mit drin. Und eine Riesensauerei gewesen. Aber ich dachte, an dem Bus ist jetzt alles offen gewesen und alle Überraschungen sind da. Die letzte Stelle, die nicht offen waren, waren diese Krägen zu entfernen. Und jetzt will ich euch mal was Schönes zeigen. So, hier könnt ihr das wunderschöne Teil sehen. Hier ist der Träger durchgefault an der Stelle, wo die Achse drin sitzt. Hier muss ich das jetzt ersetzen, sauber machen, ein neues dickes Blech einschweißen, ganz sauber. Hier innen drin, zum Glück ist der Träger hier unten noch in Ordnung. Und auf der Seite auch richtig in Ordnung. Weil das ist eigentlich der Tod für den Bus, wenn dieser Träger hier weggefault ist, was oft passiert. Auf der anderen Seite ist es in Ordnung, da sieht alles gut aus. Da kann ich einfach den Kragen draufsetzen, festschweißen, super. Aber hier gibt es halt ein bisschen Fuddelei. Aber danach gibt es an diesem Bus keine einzige Stelle mehr, die noch nicht offen war, wo irgendwas Verfaultes noch drin liegen könnte. Es gibt einfach keine Stelle mehr. Ich hatte jetzt alles auf und an dem Auto. Alles. Hier könnt ihr schön sehen, hier vorne ist die Kante eingebogen. Hat irgendeiner dieses Ding zerstört? Und das ist halt das, was mich unendlich nervt. Jetzt ist das so eine Aufwickelteil, was wir hier von irgendwie vom Lidl hier drin haben. Also ich liebe diese Werkstatt und ich mache das alles echt gerne. Ich habe auch diesen Kopf neu gekauft, nachdem der komplett kaputt war, dieses Ventilstück. Aber irgendwie ist es so, dass das Zeug benutzt wird und dann ist es einfach im Eimer.
Und keiner guckt irgendwie danach. Hier hat also jemand das Gewinde oben eingeklemmt und jetzt ist mir das gerade um die Ohren geflogen, eben gerade. Jetzt kann ich erstmal nicht weiterarbeiten, weil ich wieder irgendwo so ein Teil besorgen muss, um das in Ordnung zu bringen. Und es ist eigentlich schon seit Wochen klar, dass dieser Schlauch im Arsch ist, weil irgendwelche Leute schweißen und da gehen die Schweißpunkte hier drauf, brennen sich durch den Schlauch durch und dann geht der Schlauch kaputt. Hier könnt ihr sehen, da hat der Peter hat das geflickt hier unten, ja, mit Kabelschellen, mit Fahrradflickzeug dazwischen drin und so. Und das ist halt eigentlich ein billiges Werkzeug. Das kostet kaum was, aber es versaut einem halt den kompletten Arbeitstag, wenn man wegen so einer irgendwie, ja, nicht weiterarbeiten kann. Das ist richtig nervig, richtig ärgerlich. Und jetzt kann ich erst mal gucken, wo ich sowas kriege hier. Mist, verdammter. Das sieht jetzt schon mal schön sauber aus. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus jetzt. Dann kann ich schon mal ein Blech machen. Drinnen muss ich ein bisschen sauber machen. Könnten wir jetzt schön mit Druckluft ausblasen. Aber die haben wir ja nicht. Jetzt mache ich dann erstmal. Ja, ich gucke erstmal, ob ich erst ein Ersatzteil kriege. Dann geht's gleich weiter. Ich sag's euch, hey, das ist nervig. Da schauen wir mal. So wie ihr hier sehen könnt, habe ich das jetzt hier sauber gemacht. Habe das hier bis da, wo es wirklich stabil ist, wieder weggeschliffen mit dem Fräser. Und jetzt gucke ich, ob ich hier drinnen das noch ein bisschen sauber machen kann. Ich habe den ganzen Schmutz rausgesaugt und dann kommt jetzt Rostumwandler hier drinnen rein. Später wird es ja sowieso alles geflutet dann mit Fluid und sowas. Aber das sind wir ja schon mal an der Stelle dran. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann können wir uns da ein Stück Stahl machen, 2 mm. Das wird lebend, so geht der. Für die Wäsche. So, ich habe das Ding jetzt zugeschweißt und jetzt habe ich gerade Inox-Spray drauf gemacht. Dann kommt der Kragen mit drauf geschweißt und dann schaffen wir das hoffentlich an der anderen Seite auch noch. Wie gesagt, andere Seite ist der Träger in Ordnung. In die Kragen oder Krägen, wie die Mehrzahl eventuell heißt, bohre ich dann ein kleines Loch rein später und da kommt dann ein Stopfen rein.
damit ich in dieses Loch und in diesen Bereich unter dem Kragen schön viel Fluid oder Wachs oder sonst irgendwas reinmachen kann, damit diese Stelle nie wieder rostet. Und es sieht ja von außen dann schon mal gut aus. Ja, es hatte ja mal einer von euch noch gesagt, oh, wird der Bus überhaupt fertig? Es sieht so aus, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, da auch gut voranzukommen. Wie gesagt, der mittlere Boden ist jetzt fast fertig. Dieser Kragen hier an der Seite und der an der anderen Seite ist die letzte Überraschung gewesen, die es gab an dem Bus. Sonst ist alles offen gewesen. Es gibt nichts mehr, was ich in diesem Bus nicht angeschaut habe. Jedenfalls was Stahl angeht. Wie gesagt, Motor und so mache ich mir gar keine Gedanken. Den habe ich ja schon weitgehend gemacht. Und jetzt wird es geschlossen und dann haben wir hier wirklich die Baustelle auch zu. Dann kann bei den nächsten ein oder zwei Terminen, also es muss dann ein bisschen sauber gemacht werden, ein bisschen lackiert werden und dann können die Bodenbleche rein. Und wenn die Bodenbleche drin sind, haben wir ein Riesenstück geschafft. Ja, prima, dann geht's doch weiter. Eigentlich kann man das hier so rum machen. Das ist eigentlich gut. Wir müssen dann nur hier ein bisschen mehr Druck drauf machen, damit der Kragen näher rankommt. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Sieht es nicht gut aus. Ich habe jetzt nicht beide Seiten hingekriegt. Also ich habe jetzt den Träger geflickt, in Ordnung gebracht und dann habe ich das Kragenstück aufgebracht und es gefällt mir sehr gut. Es sieht ordentlich aus. Ich habe auch die Schweißnaht abgemacht, weil eine Schweißnaht ist dort sehr kompliziert. Auf diesen starken Träger und dieses starke Rohr, dieses Blech aufzuschweißen, ist nicht ganz so trivial, weil ich krieg das dicke Material am Träger und an dem Achskörper selbst, kriege ich nicht so schnell heiß, wie ich das dünne Blech heiß kriege. Deswegen muss man da ein bisschen hin und her tricksen. Das hat aber gut funktioniert. Ich habe es jetzt schön zugemacht. Wie gesagt, es kommt dann nochmal ein Löchlein rein, wo das Ding dann nochmal voll mit Fluid gespritzt wird, alles was da drin ist und dann ein Gummistoppen drauf kommt. Ich bin jedenfalls begeistert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder zuzugucken und bei der nächsten Episode kommen wir ganz sicher an den Unterboden, dass der drin ist und zwar vollständig. Das wird ein großes Fest. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genauso wie mir die Arbeit gefallen hat. Ich bin also nach dem Urlaub jetzt wieder mit voller Energie dabei. Im nächsten oder übernächsten Termin werden wir spätestens beim nächsten Video wird der Boden komplett drin sein. Das verspreche ich. Hochheiliges Indianer-Ehrenwort. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr hinterlasst mir viele schöne Kommentare. Und wir hören uns das nächste Mal. Bleibt schön gesund. Ciao, ciao.